herzlich willkommen zum Marbacher Duschgespräch. Ich habe die erste. Was ist das Marbacher Duschgespräch? Hier werde ich mir Menschen einladen in meine Dusche und mit ihnen quatschen über interessante Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Und heute ist das erste Duschgespräch und ich habe mir zwei Freundinnen eingeladen, die etwas über Schwangerschaft und Kinder erzählen können. Wir unterhalten uns heute über das Muttersein. Also, ich heiße euch herzlich willkommen. Hallo, hallo Martin. Sandra, Rebecca. Freut mich, dass ihr hier seid. Wie geht's euch? Ja, etwas ungewohnt. Die Umgebung, aber... Alles trocken, hoffe ich. Es schon alles trocken. Sehr gut. Ich bleib gleich bei dir. Bitteschön. Du bist jetzt schwanger. Nach der Hochzeit. Ja. Oder genau. Vorher. Na? Nach der Hochzeit. Also... Geheiratet wurde aus reiner Liebe. Aus und das Kind ist das Zeugnis. Aus auch. Eben dieser Liebe entstanden. Wunderbar. Und wie ist es so? Entscheidet man sich da heutzutage dazu, ein Kind zu kriegen? Es war natürlich eine Entscheidung dafür, weil ich meine, es kann schon passieren. Es passiert ja immer noch, auch ungewollt oder zumindest ungeplant. Aber die Verhütungssituationen sind heutzutage doch schon eher so, dass man sich bewusst dafür entscheiden muss, sage ich mal. Und wir haben sie schon vor relativ langer Zeit, haben wir diese Entscheidung getroffen, was für mich eigentlich eine ziemlich große Geschichte war, weil lange Zeit war ich davon überzeugt, dass das nicht so sein wird, dass ich mal Kinder kriege. Und ja, das war recht aufregend, diese Entscheidung dann. Und dann haben wir eben bewusst quasi gesagt, wir geben uns jetzt nur ein Jahr, um das zu genießen, nur wir beide, ganz alleinig, alle die Dinge, die man halt vielleicht nicht mehr so leicht machen kann, wenn dann Kinder da sind. Ja, und diese genussvolle Zeit hat sich dann eh recht in die Länge gezogen eigentlich nur. Oh ja, aber es war definitiv eine bewusste Entscheidung, ja. Aber jetzt, ist gleich passiert oder habt ihr länger gebraucht? Wir haben zuerst einmal probiert, da ist nicht so viel passiert, ungefähr ein halbes Jahr, was... ja, auch okay war. Also wir haben sie jetzt nicht gestresst oder so, es war okay. Und ja, eben dann, da dann die Hochzeit herangerückt ist und so, haben wir dann gedacht, na gut, dann soll es halt noch nicht sein. Und wir haben dann quasi wieder aufgehört, es zu probieren. Einfach damit ich halt bei meiner Hochzeit auch noch ein bisschen Gas geben kann und so. Und nach der Hochzeit ist es dann unglaublich schnell gegangen. Also das war... Wenn man es nicht probiert, passiert es. Ja, genau. Wenn man nicht drauf wartet, dann passiert es sowas, ja. Ja, und wie war das bei dir? Also, du bist eine Mama von zwei Kindern schon. Genau. Genau, und die sind ja schon fast erwachsen praktisch quasi. Zwei Kinder, fast erwachsen. Ja, wir haben, der Christoph und ich, wir haben uns kennengelernt und er hat mich eigentlich immer gleich als seine Frau tituliert. Das heißt, irgendwie, wir waren nicht verheiratet, aber es war trotzdem meine Frau und er war mein Mann. Und nach 3 Jahren haben wir eigentlich schon gesagt, oder nach 2 Jahren gesagt, nein, eigentlich war es ganz nett, wenn wir ein Kind kriegen, oder wir wollten gern, ich wollte immer Mama sein. Also ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass ich einmal Mutter werde. Und ich habe dann mit 26 die Pille abgesetzt. Wir haben das miteinander entschieden. Das hat einfach nicht hingehört. Also, wir haben 1,5 Jahre so herumgetan, wahrscheinlich nicht so bewusst zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein Kind, aber wir haben halt auch nicht verhütet, aber es hat nicht funktioniert und wir haben dann beschlossen, dann hat er mal einen Heiratsantrag gemacht, dann haben wir einen Termin gemacht für die Hochzeit und justament dann waren wir halt dann auch schwanger und somit war ich halt schwanger zur Hochzeit. Dann waren wir schwanger. Ja, wir sind gemeinsam schwanger gewesen. Also der Christoph hat mindestens genauso viel zugenommen wie ich und auch nichts mehr abgenommen nachher in 2 Schwangerschaften. Also er hat schon sehr mitgelitten mit mir. Darum sage ich ja, wir waren schwanger, weil das eine bewusste Entscheidung von uns beiden war. Und natürlich, ich habe das Kind in meinem Bauch gehabt und das hat er nicht so mittragen können, das Gewicht oder diese Belastung oder dieses Wunder. Aber er war ein sehr engagierter Vater schon in der Schwangerschaft und ein sehr anteilsvoller Partner sozusagen. Darum ist es eigentlich die Schwangerschaft von uns gewesen und nicht nur von mir. Die Coralie ist dann auf die Welt gekommen und nach einem Jahr
wollte ich eigentlich wieder zurück in meinen Job und mein Chef hat mir aber klipp und klar gesagt, naja, Frau mit Kindern, die verliert mit jedem Kind verliert ein Drittel ihrer Gehirnmasse sozusagen, oder Kapazitäten sozusagen an die Kinder und ist sozusagen sowieso nicht mehr fähig, den Job so gut zu machen und er hat das natürlich nicht so sagen können, dass er mich nicht mehr braucht, aber er hat gesagt, naja, kriegst du halt ein Kind und dann schauen wir, dass wir das irgendwie regeln. Und ich habe mir dann gedacht, okay, habe ich noch ein Jahr Karenz gehabt und habe mir dann gedacht, okay, dann schauen wir halt, ob wir wieder schwanger werden und genau einen Zyklus später waren wir halt schwanger und die Kinder sind jetzt, Coralie und Liz sind 20 Monate auseinander, das heißt nicht ganz 2 Jahre. Und ja, das hat einfach so passt dann. Also das war dann auch nicht mehr... Wir wollten ein zweites Kind, wir wollten es dann auch... Wir haben gesagt, okay, wenn es passiert, dann passiert es. Und dann waren wir eigentlich schnell wieder schwanger. Das war voll okay. Und ihr werdet jetzt den Chef nicht mehr nennen, gell? Nein. Okay. Schade. Hat er ja so nie gesagt. Das hat sie ja nur im persönlichen Gespräch gesagt. Das gibt es ja in einem offiziellen Statement natürlich nicht. Das hätte ich auch missinterpretieren können, weißt du? Natürlich. Mhm. Die haben ja ein Drittel Gehirnzellen gefällt. Genau. Wie ist mit dir, planst du noch Zeit das? Ja, schon eigentlich. Meinst du, dass du früh glaubst, aber... Ich wollte gerade sagen... Ja, planen kann man so. Ja. Man kann es wünschen oder so vorstellen. Ich meine, wie gesagt, wie es dann wirklich passiert. Weil ich gemerkt, kann man vorher nie so genau planen. Das eine Mal geht es gar nicht, dann geht es auf einmal sehr schnell. Aber prinzipiell ist schon, also ich bin auch mit einem Bruder, sage ich mal, also mit einem Bruder groß geworden und ja, ich finde schon, also man, sagt immer Einzelkinder. Aber streit sie vielleicht mit einem Geschwister. Ja, genau, voll. Es streit sie, es spielt sie, es ist vielleicht mit einem Geschwister. Man braucht da irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen dass man so ein Bündnis schließen kann gegen die Eltern. Ich kann mich nur erinnern, das war immer sehr effektiv bei uns irgendwie. Ja, das ist schon bewusst, dass du jetzt. Ja, ich weiß. Aber ich muss schon dazu sagen, ich will da schon faire Chancen, auch für die Gegenseite quasi, wenn wir da schon mal in dieser Metapher sind und sozusagen die Pluspunkte, die ich damals gehabt habe auf dem Schlachtfeld, will ich dann meinem jetzigen Gegner in dem Fall auch zukommen lassen. Sonst macht es ja keinen Spaß, bitte. Okay. Wisst ihr, wenn man sich entscheidet, ein Kind in die Welt zu setzen, vor allem jetzt, wenn man sieht, was abgeht bei uns. Wirtschaftskrise seit über 10 Jahren, Amokläufer rundum. War das irgendwie ein Thema? Fangen jetzt bei dir an, Rebecca? Nein. Gar nicht. Es war alles nach dem 11. September. Das heißt, es ist sowieso die Welt schon bergab gegangen, wenn du so sagen willst, sage ich jetzt einmal. Wir haben uns natürlich ab und zu zwischendurch Gedanken gemacht, wann wieder irgendwo ein Unglück passiert ist oder wann einfach die Welt wieder so erschüttert worden ist, was du einfach nicht gewusst hast, okay, warum passiert das jetzt oder warum trifft es da jetzt Kinder oder warum von Erdunglücken über Flugzeugkatastrophen bis hin zu Wirtschaftsbanken, bla bla, wo ich sage, okay, aber im Großen und Ganzen, du wirst trotzdem ein Kind, du wirst auch versuchen, dass das einfach dann, dass das besser hat und dass das sozusagen für dich und für deine kleine Welt, dass es gut hat und nein, du machst dir keine Gedanken über die große, über das große Ganze, sage ich jetzt einmal. Sagst du es also? Ja, ähnlich. So? Ja, also ich meine, so konkret jetzt irgendwie eben über diese also Krisendinge oder so, habe ich mir da jetzt auch keine Gedanken gemacht in dem Zusammenhang. Ich bin auch für mich jetzt ein Mensch, wo ich sage, auch ich gehe nicht davon aus, dass das Ganze zu einem tragischen, furchtbaren Ende kommen wird und das in die nächsten, weiß ich nicht, in dem nächsten Jahrhundert, weil dann müsste halt auch ich aufgeben und einfach aufhören und mit da nicht ran. Mhm. Und ich sehe das eben auch so. Also man gerade eine Krise braucht Menschen, die diese Krise bewältigen können. Und ja, vielleicht. Wir sind die Zukunft. Und wir machen die Zukunft, genau. Ja, genau. Ja. Wie ist es jetzt, ich habe in meinem Freundeskreis viele Menschen, die jetzt hochqualifiziert sind und trotzdem lange Zeit arbeitslos sind, obwohl sie top qualifizierte Menschen sind. Wie sagt ihr das für die Zukunft, dass, also wir sind uns glaube ich alle einig, dass man mal keine Rente mehr kann. Und wie sagt ihr das mit der... Wie glaubst du, warum wir Kinder kriegen?
schmeckt. Damit sie euch noch daheim versorgen, oder? Genau, exakt. Nein, aber wie stellt sich hier vor, dass eure Kinder sie einmal, ja, das Leben erhalten? Wie werden sie sich Geld verdienen, Essen, Trinken, Unterkunft, Kleidung? Wahrscheinlich nicht viel anders als wie jetzt. Es geht immer irgendwie. Mhm. Und ich glaube, ja, top-qualifizierte Leute, die keine Jobs haben, gibt es. Der Christopher ist in einer Bank als IT-Berater tätig, also nicht fix angestellt. Aber auch bei dem sind gute Leute, die gehen müssen, aufgrund von Einsparungsmaßnahmen. Mhm. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass man sagt, okay, es geht immer irgendwie weiter. Ja, also wie realistisch das jetzt ist, aber meine Hoffnung ist ja auch immer nur, dass sie die Systeme prinzipiell, wie soll ich sagen, mal vielleicht auf gravierenderer Ebene verändern und diese ganze Arbeit gegen Einkommen-Situation sie in irgendeiner Art und Weise ändert oder ändern muss vielleicht, sodass sie dann im Endeffekt wieder für alle ausgehen kann. Also gerade jetzt ist es echt, auch für mich war das einfach schwierig zu sagen, auch ich weiß nicht, wie werde ich mit 75 mein Leben erhalten, gestalten können, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Das Kinder dann. Ja, aber ich meine, ich hoffe mal, dass die nicht meine Zukunftsvorsorge sein müssen. Also ich weiß es nicht genau, aber ich denke mir, Ideen gibt es viel gute, dass das System an seine Grenzen stoßt. Merkt man in verschiedensten Bereichen immer wieder. Und ich hoffe, dass sich da irgendeine Form von Idee irgendwas einmal durchsetzen wird, was vielleicht dann ganz eine neue Lebensgrundlage mal einbringt. Also ich sehe schon, ich würde sagen, grundoptimistisch. Naja, sowieso. Sowieso, müssen wir, weil sonst kriegt man keine Kinder, wenn sie so hoffnungslos wäre. Wie geht es ihr jetzt? Ist es so, dass sie jeder immer so technologisch wird? Jeder rennt mit seinem Handy um und das Handy kann alles und viel mehr. Wird immer besser. Die Sachen werden sich so entwickeln, dass zukünftig die Kleidungen schon so intelligent sind, die Handys heute. Euch ist wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger bewusst, dass die Kinder das schneller, besser begreifen und verarbeiten werden, wie ihr das tat. Was habt ihr da schon Gedanken drüber gemacht? Oder sagen wir so, konkrete Frage. Wann wird es ihr ein Kinderhandy geben? Kriegt euch ein Kinderhandy? Oh Mann, das ist ein bisschen so lang. Also, haben deine Kinder schon eigene Handys? Nein, Coralie ist 4. Ja. Da sind wir weit davon entfernt. Sie wissen, wie unsere Telefone funktionieren. Der Christopher hat ein iPhone, ich habe ein Galaxy S3. Sie können die Fotogalerien suchen und finden. Also sie wissen genau, wie man die Wischfunktion benutzt. Meine Kinder können aber auch noch Bücher umblättern. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann vor Zeitschriften stehen und so machen. Die haben das schon noch heraus. Ich glaube, dass man, so wie wir groß waren, sind in einem Zeitalter, wo sich das ganze Internet so entwickelt hat und jeder damit ein bisschen anders umgeht. Du bist mehr in dieser Welt drinnen, wir vielleicht weniger. Ich glaube, dass wir unseren Kindern lernen müssen oder fortleben müssen, dass es viele Facetten gibt und dass man sozusagen sie aus allem das Beste rausholen kann. Weil nur weil du bist jetzt einer, der sehr viel mit digitalen Medien arbeitet oder ausschließlich, das ist dein Beruf. Der Christopher arbeitet in der Bank mit einem Computer, das ist aber wieder was anderes. Ich arbeite mit einem Computer und stecke eine E-Card, das ist auch wieder was anderes. Und trotzdem haben wir alle mit Computern zu tun, das ist trotzdem nicht das Gleiche. Und jeder von uns hat sich davon das Beste, glaube ich, rausgeholt für sich selbst. Und ich glaube, dass wir unsere Kinder einfach zu mündige, junge Erwachsene erziehen müssen, um zu sagen, okay, es gibt, vielleicht waren sie nur jünger, sind Grenzen, aber man muss ihnen einfach auch die Möglichkeiten aufzeigen und sie dann selbst entscheiden lassen, wie weit gehe ich, wie weit kann ich damit gehen. Manchmal auch vielleicht so weit zu gehen, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt gemacht, das war jetzt ein Scheiß, dann muss ich wieder zurückrudern. Ich glaube, so wie wir über E-Mail-Adressen gelernt haben, mit einer SMS umzugehen und Facebook-Nachrichten zu verschicken, so werden unsere Kinder mit Twitter, Facebook und Co. und wie auch immer, die ganzen Instagram, Pinterest und sonst irgendwelche Dinge hassen. Die Frage ist, ob sie dann irgendwie noch eine Kontrolle drüber haben könnt, damit sie damit irgendwelche Gefahren ausgesetzt sind, oder? Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber
aber man kann ihnen einfach vorleben, einen bewussten Umgang damit zu pflegen und einfach auch versuchen, schon in jungen Jahren zu sagen, okay, wenn der Christopher ein Foto auf Facebook stellt, dann können das alle sehen, wenn er das freigibt. Und wenn er sozusagen gewisse Funktionen einsetzt, dass das nur Freunde sehen können, dann können das nur Menschen sehen, die du persönlich kennst oder mit denen du in dieser virtuellen Welt in Kontakt bist. Ich glaube, dass das der Hausverstand ein bisschen ausmacht, oder? Wenn man das mal sagt, der Christopher hat nur leider Facebook, er ist nur mit leider Facebook vernetzt, der persönlich kennt. Es ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, aber wir werden unsere Kinder anhalten, sich diesen digitalen Medien sozusagen nur so weit zu öffnen, insofern sie einer gegenüber auch kennen. Ob sie das dann umsetzen, das fragen wir in 10 Jahren einmal, wenn Coralie 14 ist oder 10 oder in 6 Jahren, fragen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das ist so meine Vorstellung, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen. Coralie weiß, wie man auf Skype mit meiner Schwester in Kanada telefoniert und sie sieht. Aber das sind immer alles, also wir benutzen derzeit das Internet oder diese ganzen digitalen Medien für persönliche Kontakte, um sie zu pflegen, über lange Distanzen hinweg. Mhm. Oder Menschen, die wir einfach weniger oft sehen, weil wir halt nicht in Oberösterreich wohnen zurzeit oder nicht in Kanada leben, so wie meine Schwester. Mhm. Also ich hoffe, dass wir ihnen einfach einen Umgang vermitteln können, der sie lehrt oder der ihnen es ermöglicht, sozusagen selber dann einfach das Beste draus zu machen. Ja, voll. Ich denke mal, das ist ja nichts Neues irgendwie, dass es für Kinder Schaffungs- und Wirkungsbereiche gibt, die Eltern nicht kontrollieren. Also ich meine, ich war als Kind viel unterwegs und da habe ich ganz viele Sachen gemacht, die haben meine Eltern auch nicht kontrollieren können, einfach weil sie nicht da waren. Ja. Und eben wichtig ist, dass man eben, wie du sagst, halt, glaube ich, was man vorlebt, nehmen Kinder ganz intensiv an und also ich meine, du weißt gerade diese Medien, digitale Dingsbums-Welt ist absolut nicht meins. Also gerade ich werde da nicht sehr viel Hilfestellung leisten können, was das angeht. Und ich denke mir, dass man da auch umgekehrt wahrscheinlich viel von den Kindern vielleicht lernen kann. Also, bestellt ihr zu Bio? Unbedingt? Oder ja, ist total wichtig. Bio wird immer mehr. Das hat mit der ganzen Entwicklung der Krise jetzt da, das hat damit du das als Mutter dann mecherst, zumindest in meinem Fall, ich habe mich früher weniger damit auseinandergesetzt, auch weniger mit Nachhaltigkeit und dann auf einmal geht das los, du sagst, okay, du möchtest gern, dass deine Kinder auch noch Grünfläche sehen, dass die wissen, wie eine Kuh ausschaut, um jetzt nicht dieses weltberühmte Milka-Beispiel zu zitieren, aber es geht in die Richtung, dass sozusagen Kinder, die so wie meine Kinder in der Stadt aufwachsen, obwohl sie jetzt auch am Land daheim sind ab und zu, aber trotzdem noch nie einen Bauernhof von innen gesehen haben, außer den im Tiroler Garten im Tierpark Schönbrunn, dass du einfach sagst, okay, du musst da auf einmal bewusst machen, woher kommt das? Was ist saisonales Gemüse? Warum gibt es das ganze Jahr Erdbeeren, die noch nicht schmecken? Das habe ich in der Schwangerschaft total miterlebt, weil ich einfach vorhin gewusst habe, jeden auf Erdbeeren gehabt habe und im Februar natürlich voll drauf eingefallen bin. Aber man lernt draus. Und für seine Kinder möchte man einfach, dass man weiß, woher es kommt. Dass ich weiß, okay, der Weg war jetzt nicht weit, jetzt von Nachhaltigkeit zu sprechen, dass sozusagen kein Flugzeug unterwegs war, das jetzt die blöden Bananen geliefert hat, sondern dass die Äpfel genauso gut sind, die was da ums Eck wachsen sind in Niederösterreich. Und dass der weniger Wert gehabt hat und dass wahrscheinlich der CO2-Ausstoß einfach niedriger war, hoffentlich. Und dann beschäftigt man halt sich damit und man liest, glaube ich, bewusster dann solche Artikel. Also ich bin da ganz unbedarft eingegangen, weil ich mich vorher wenig dafür interessiert habe und jetzt immer mehr und unsere Ernährung umstelle, auch Vollkorn und dann natürlich der nächste Schritt dann auf Bio, aber es geht Schritt für Schritt. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung für regionale Produkte, die sich bei mir manifestiert hat. Langsam, stetig, nachhaltig und es zahlt sich auch aus. Also, okay. Das ist. Dass deine Kinder trinken keine Süßsaft. Wenn sie welche geschenkt kriegen, zum Beispiel, wenn du ihnen jetzt was mitbringst und sagst, okay, du hast denen das gekauft, dann dürfen sie das absolut gerne trinken. Sie kriegen aber auch einen Hollersaft. Oder bei mir daheim gibt es nur Apfelsaft und Wasser. Ich kaufe kein Fanta.
wenn wir ab und zu in einem Restaurant sind, dann dürfen sie uns haben, weil ich sie nicht davon ausschließe und Dings. Aber ich kaufe ja dann nicht jedes Süßigkeitenprodukt im Kühlregal, nur weil eine Disney-Prinzessin drauf ist. Das machen die Omas. Und insofern lasse ich einer das, weil das sind die Omas und dafür mache ich dann daheim wieder so, wie ich glaube und mag und wie ist oder wie es wir für richtig halten. Mhm. Also alles mit Maß und Ziel. Ich möchte dann auch nicht. Ich bin keine Biomama, ich werde es nicht, ich weiß noch nie und die werde ich nicht. Mhm. Aber ich möchte einfach sozusagen, dass das Ganze Qualität mit Nachhaltigkeit verbunden einfach was ist, was in die Köpfe von den Kindern einfach festlegt. Okay. Wir haben über Grün gesprochen. Eure Kinder wachsen in der Stadt auf. Deins auch? Tja, schauen wir mal. Das wird sich weisen. Also prinzipiell ist der Plan eigentlich aufs Land zu ziehen. Der Plan besteht schon länger. Zurück nach Oberösterreich oder? Nein. Oder ins niederösterreichische Umland von Wien? Ja, genau, eher so. Also Richtung Steiermark runter. Mhm. Also Oberösterreich war schon einmal Thema, aber eben mein Mann ist ursprünglich aus Niederösterreich und jetzt haben wir halt gesagt, wir brauchen was ganz was Neues. Also okay. Ich will ihn nicht von seiner Familie weg zu meiner Familie holen und ich will ihn nicht von meiner Familie weg zu seiner. Jetzt sind wir halt von allen Familien weg. Das ist unser Kompromiss, für irgendwas muss man sich entscheiden. Whatever. Wohnland eigentlich. Ja. Weißt du, Quadratmeter recht gut. Ja. Glaube ich mal sagen lassen. Das stimmt, nördlichstes Waldviertel war da auch recht. Aber sag ich mal, das ist auch wieder mal sowas. Ne? Man kann sich wünschen, man kann planen, man kann vorhaben. Dabei merke ich halt nur einmal, wie schwierig das jetzt ist, gerade im Moment. Also wir wollen eben eigentlich ein Haus kaufen mit einem Garten und so. Also prinzipiell will ich eigentlich, dass meine Kinder am Land groß werden. Auch ich bin am Land groß geworden. Ich finde für mich halt, das hat wahnsinnig viele Vorteile einfach, sowohl für Eltern als auch für Kinder. Also wenn ich einen Garten habe vor der Haustür, dann, oder so störe ich mir das jetzt einmal unbedarfterweise vor, dann kann ich halt ab einem gewissen Alter die Tür aufmachen und die rausrennen lassen und meinen Kaffee in Ruhe fertig trinken. Hoffentlich. Schauen wir mal. Und auch ansonsten, also es ist. Der Plan ist gut. Man kann ja träumen. Das kann ich unterschreiben. Das Plan ist gut. Aber ich meine, es war prinzipiell so, ich wollte vorher, also ich will auch für mich aufs Land. Mhm. Und ja, da wo ich hin will, da muss auch das Kind aufwachsen, so ist das halt. Aber eben, da schaut es so aus, als würde es einmal in Wien geboren werden, zumindest. Und ich denke mir, es ist eben, ich muss ja immer aus der Situation das Beste machen. Es hat mit Sicherheit Wien auch sehr viele Vorteile. Also das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Gerade mit einem Neugeborenen ist man wahrscheinlich nicht so super hypermobil. Das ist schon angenehm, wenn man Freunde relativ leicht erreichen kann. Mhm. Ohne zweimal S-Bahn und zweimal Bus benutzen zu müssen. So ungefähr. Aber ja. Hast du das Gefühl, dass du jetzt seit schwanger bist, das Projekt Haus am Land, dass du so ein, also ich meine, 15. Woche ist noch ein bisschen bald. Also das ist, aber bei mir hat sich zum Beispiel ein totaler Nestbautrieb eingestellt. Dass du sagst, hast du das Gefühl, du musst jetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt X dieses Projekt Haus mit deinem Mann irgendwie realisiert haben oder hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt durch einen plötzlichen Geburtstermin oder so? Ja, nein, also anfangs... Oder diesen anstehenden Geburtstermin, also wenn jetzt... Also meine, ich sage mal, es ist eben, wie gesagt, jetzt noch recht viel Zeit eigentlich, aber es war schon so, dass ich mir anfangs gedacht habe, war das schon so ein Jetzt-oder-nie-Ding. Ja. Also okay, pass auf, Schatzi, wir haben jetzt 3-4 Monate, gell, und dann wohnen wir in einem Häusl. Weil danach, ich meine, kann ich nicht mehr, weil dann muss ich ja. Ne? Dann, also... So war das jetzt einmal in Vorstellung, jetzt sind die 3 Monate mal vorbei, wir sind immer noch nicht in der Heizung, oh Wunder. Und ich sehe das auch schon wieder ein bisschen entspannter jetzt, also wobei halt meine Gedanken jetzt eben, wie du sagst, schon eher in die Richtung gehen, so im Sinne von, naja gut, dann halt erst später. Also jetzt ist für mich so dieses, okay, dann überlege ich mir halt jetzt in der Wohnung, wo kommt das Gitterbett hin, was brauche ich da, wie mache ich das, halt jetzt da in der Wohnung. Also dieses, die prinzipielle Überlegung, mein Mann ist immer nur auf, ja, mein Gott, und wenn wir im Februar rausfinden, finden wir im Februar raus. Ne? So, ja, super, ich mache den Monat. Ja, genau, voll. Aber, also so dieses ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so der Wunsch, sich auf das einzurichten, ist zumindest in der Theorie einmal vorhanden jetzt. Also praktisch mache ich noch nicht sehr viel, weil es ja wirklich nur sehr bald ist. Aber das merkt man schon, dass man da einfach, ja, sage ich mal, selbst wer
dem jegliche Häuslichkeit so fern liegt wie mir eigentlich. Also ich bin oder mir. Ja, also ich würde weder gern einrichten noch dekorieren oder herrichten oder zusammenräumen oder irgendwas einkaufen. Dazu hat man einen Mann, oder? Genau. selbst bei mir ist irgendwie so dieses Bedürfnis jetzt da, das zumindest einmal in der Theorie in meinem Kopf zusammenzubasteln, ja. Wie, wo, was sein sollte. Also. Wisst ihr, es hat sich schon, also hast du und der Mann schon Gedanken gemacht über den richtigen, die richtige Krabbelstube, den richtigen Kindergarten, die richtige Vorschule, die richtige Volksschule? Haben wir noch nicht. Nein! Weil ihr seid im Bildungsweg also, weit hinten. Also mir war das nicht so bewusst. Ich muss sagen, ich war bei der Schwangerschaftsfeststellung, sprich bei dem allerersten Termin bei meinem Frauenarzt, wo es wirklich einmal nur darum gegangen ist. Ja oder nein? Ja oder nein. Habe ich von dem schon quasi die Empfehlung, um nicht zu sagen den Befehl gekriegt, dass ich mich jetzt für die Geburt anmelden muss, weil das einfach wahnsinnig... Ja, ja, eben, die haben ja auch was anderes tun da, ne? Und die warten ja nicht auf mich und da wollen ja viele Leute hin und das sind. Das hat mich schon sehr überrascht. Und eben wie dann mit Freunden von mir geredet haben, die dann eben wirklich ernsthafterweise mich gefragt haben, ob ich schon einen Kindergarten ausgesucht habe und die einmal schallend gelacht haben, in der Annahme, das ist ein Scherz, habe ich dann doch nach und nach mitgekriegt, dass das in Wien anscheinend wirklich sehr stressig ist, gerade wenn man jetzt irgendwie was Spezielles will, kindergartenmäßig oder was weiß ich was. Und ja, also da muss ich schon sagen, hoffe ich ja wohl doch, Halleluja, dass sich das ausgeht, dass ich vor dem Kindergarten noch irgendwo am Land draußen bin. Also okay. Das möchte ich mir wirklich nicht auch dadurch erinnern. Ja, aber anmelden kann man ja, man muss ja gehen. Ja, nein, also vielleicht noch. Also der eigene Druck dann sozusagen. Aber das, mit dem kann ich mich jetzt einfach noch nicht auseinandersetzen. Okay. Ich glaube, das geht einfach nicht. So ein Eichhörnchen schon beim Gymnasium auch mit. Nein. Beim Lycée. Oder wo auch immer. Also, mein Mann und ich, wir sind ja beide aus Oberösterreich und es war halt immer so, na, wollen wir mal heiraten, dann gehen wir zurück nach Oberösterreich. Dann haben wir mal geheiratet, ja, wollen wir mal Kinder kriegen. Dann haben wir Kinder gekriegt. Eins, zwei. Jetzt gehen unsere Kinder beide schon in Kindergarten und Krabbelstufe. Wir sind immer noch da. Ja, die anderen sind alle schon angemeldet in der Volksschule. Also, ich habe schon ein paar Empfehlungen. Öffentlicher und privater Natur. Als mir ich Gedanken dann über den Kindergarten gemacht habe, war eher so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, jetzt steige ich wieder ins Berufsleben ein. Das war so der erste Anknüpfungspunkt an die Geschichte. Da haben wir alle schon gesagt, ja, du bist ja viel zu spät dran. War dann ein Magistrat, die waren auch sehr kompromisslos. Gesagt, okay, sie gehen nur 2 Stunden oder 4 Stunden am Nachmittag arbeiten, dann kriegst du genau für die 2 Nachmittage können sie Kinder in den Kindergarten geben, sage ich nur, von wegen Sozialisierung und überhaupt Eingewöhnungsphase, und wie soll ich denn 2 Nachmittage in der Woche mein Kind in einen Kindergarten geben, wo es dann keinen kennt, weil sie kommt ja nur 2 Mal am Nachmittag. Stimmt, und da sind ja vielleicht die Kinder nicht da. Das habe ich ein bisschen irritierend gefunden. Und wir sind dann übersiedelt. 2 kleine Kinder. Das war ein bisschen stressig, aber ja, und ich habe mir dort dann einfach einen privaten Kindergarten gesucht, die dann auch ein bisschen flexibler sind, weil sie auch ein bisschen mehr dafür verlangen, dass sie ein bisschen flexibler sind, und konnte beide Kinder innerhalb von einem halben Jahr beide Kinder gerne in die Krippe und dann in die große Gruppe und die andere dann in die Krippe noch ein Kindergärtnern, Kindergärtnern, oder wie man sagt. Okay. Und ja, nachdem bei uns das immer wieder nur im Raum steht, dass wir sagen, wir gehen zurück nach Oberösterreich, wir sind beide mit den 20 Kilometer Entfernung, das heißt, das ist eigentlich recht praktisch als Einzugsgebiet ins Land. Ist es so, dass wir sagen, ja, wir hoffen ja doch, dass sozusagen, bis das Thema Volksschule ansteht, dass sie das erledigt hat und dass wir da nicht müssen uns entscheiden für Privatschule oder öffentliches. Alle tun es zurück aufs Land. Oder planen es zumindest. Ja, alle probieren es, genau. Wobei ich jetzt nicht so den Haus mit Garten irgendwie, also... Ich gehe auch zurück nach Österreich in eine Wohnung, mich stört das jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der Rosenmann, muss jeden Tag. Und für sowas gibt es hoffentlich dann irgendwen, der das tut, oder einen Roboter, der das erledigt. Also ich brauche keinen Garten, aber ich mag das einfach, um bei der Kinderbetreuung auch zu bleiben. In Österreich hätte ich halt beide Omas in der Nähe. Die eine, die nur mehr Teilzeit arbeitet, oder nur Teilzeit arbeitet, die andere, die schon in Pension ist. Ich bin da super aufgestellt mit Babysitter und mein Mann ist flexibel, das heißt, wenn einmal wer krank ist oder wie auch immer, wir wissen uns schon zu helfen, aber es ist trotzdem was anderes,
ob ich jetzt meine Schwester oder meine Mutter anrufe und sage, hey, kannst du heute schnell am Nachmittag die Kinder vom Kindergarten holen oder Dings, oder ob ich jedes Mal auch, wenn dafür bezahlen muss, B, wirklich umeinander organisieren muss, wer kann, wo, wen, wie abholen, geht sich das aus mit der Uni und sonst irgendwas. Also das ist einfach ein finanzieller Aufwand. Und ja, ich hoffe mir doch, dass sozusagen, wenn ich einmal sage, ich möchte wieder mehr Stunden arbeiten oder in einem anderen Job, dass ich dann einfach ein besseres Netzwerk mir aufbauen kann, wo dann die Omas auch im Worst Case einfach auch einspringen können. Jetzt haben wir es so gemacht, weil ich bin jetzt im November mit Angina gelegen, 14 Tage lang, beinhart. Dann war zuerst meine Mama zwei, drei, zuerst hat der Christoph auf uns alle sich gekümmert. Dann hat gesagt, hey, ich muss arbeiten. Ich sage, ja passt, meine Mama kommt. Dann hat uns nach Oberösterreich geführt, weil drei von vier sozusagen krank waren. Und dann haben sie die Omas um uns gekümmert. Das war einfach viel einfacher. Mhm. Und gerade wenn's dann ein Baby hast, das krank ist, du selber krank bist und ein Kind, das aber trotzdem gesund ist und beschäftigt werden will, ist es einfach gut, wenn du eine Oma hast, die sich um die Kranken kümmert und eine, die sich um das gesunde Kind kümmern kann. Das ist ja schon ein also, Wahnsinn. Das ist, ja, das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst, aber es ist echt hilfreich gewesen. Mhm. Und es hat dann natürlich auch bei der Genesung geholfen, weil dann habe ich mich ja wirklich hinlegen können und habe halt einmal einen Tag geschlafen. Was du nicht tust, wenn du da in Wien bist, weil dann musst du halt auf. Klar. Mhm. Ja. Gibt es irgendwas, was dir Lustiges passiert, was in der Schwangerschaft? Hast du irgendwelche obskuren Gelüste entwickelt? Obskure Gelüste? Keine Ahnung, Speck in Schokolade. Speck in Schokolade entwickelt oder irgendwas? Nein, also das halte ich ja für ein Gerücht. Okay. Schokolade und Gurken habe ich vorher schon mehr. Das heißt, in Kombi? Nein, nacheinander. Also okay. Nicht miteinander, jetzt nicht so, aber das habe ich eigentlich schon mit 16 schon mal gemerkt. Da hat mich damals schon mal ein Schwiegerkollege von meinem damaligen Freund gefragt, ob ich schwanger bin, weil ich das nacheinander gegessen habe. Aber ich mag einfach süß und sauer generell nacheinander, miteinander und so. Aber also diese Essiggurkel und Schokolade oder Marmeladegeschichten, die halte ich hier für Gerücht. Ich kenne niemanden, der das jemals gehabt hat. Okay. Mir hat jetzt persönlich nichts besonders gelüstet, außer eben, dass ich einen Nesteltrieb entwickelt habe. Dieses, auf einmal musste irgendwie Vorhänge und bla bla bla. Und wo ich sage, eigentlich bin ich gar nicht so. Ich wohne gern, aber ich war nie so der, der jetzt den Polstern aufgeschüttelt hat oder sonst irgendwas. Und das war mir dann auf einmal viel wichtig, was dann eher ein bisschen meinen Mann verwundert hat. Aber. Na. Er hat es akzeptiert. Muss er eh. Sie können nicht alles. Ja, müssen sie ja akzeptieren, das ist ja nicht so, bitte. Ja, cool. Ist dir irgendwas aufgefallen, oder? Nein, also wie gesagt, ich bin ja wirklich nur in einem Stadium, wo das Witzigste an meiner Schwangerschaft eigentlich das ist, dass man immer wieder mal sehr wenig bewusst ist eigentlich. Also mir okay. Ist das Öfteren passiert in den letzten zwei Monaten oder so. Du hast aber halt einen Schick drauf kommst, oh, du bist ja eigentlich schwanger. Naja, also das ist mir traurigerweise jeden Tag sehr stark und immer wieder aufs Neue bewusst, dass ich nicht rauchen kann, weil ich schwanger bin. Ja, das ist überhaupt, das weiß ich jeden Tag. Nein, eher so, eben, es ruft mich jemand an und sagt, mein Gott, wie geht's da denn? Und ich so, ja, eh gut, wieso immer was, ne? Naja, wegen Schwanger stinkt ja schwanger, genau. Ja, eh gut. Also so eher. Also wie gesagt, alles sehr unkompliziert. Schlecht sein war kurz einmal Thema, lang schon wieder vorbei. Der Bauch hält sich nur in Grenzen. Alles andere auch. Also. Okay. Aber eine Geschichte ist mir eingefallen. Als, ich hätte gesagt, so Mitte gegen Mitte, Ende schon Schwangerschaft. Habe ich so einen Bewusstseinsmoment gehabt, dass ich jetzt ein lebendiges Ding in meinem Bauch hatte. Okay. Weil da war der Bauch und ich liege so auf der Couch und auf einmal habe ich da einen Fuß, der ist da ganz außer gestanden, da hat es irgendwie einen Fuß so ausgedruckt, die Kleine, und den habe ich dann in der Hand gehabt. Ein Fuß? Ja. Mein Gott. Und das ist richtig. Boah, wie ein Alien. Fuß, ja, voll. Und das war so ein Alien-Moment. Da kriegst du dann wirklich so. Da rennen dann alle Filme, die du, also ich schaue mir solche Filme nicht an, aber alle, die so irgendwie nur so Ausschnitte gesehen hast, wo irgendwelche Dinge aus der Menschen rauskommen, und du denkst, das gibt's ja nicht, aber das ist ziemlich spooky für mich gewesen. Von meinem Fuß in der Hand haben und realisieren, das ist ein Fuß. Fuck, das ist echt ein Mensch. Ja. Weißt du, ich mein, das ist so dieses Wundermensch, das dann auf einmal so realisierst, in seiner ganzen Großartigkeit,
indem du nämlich ein Kind so trittst, dass du den Fuß in der Hand hast, aus deinem Bauch raus. Also das ist was, das habe ich bei der Coralie gehabt und da habe ich wieder meinen Mann angegriffen und das war echt ein bisschen, das war spooky. Weil das einfach so eine Bewusstseinsgeschichte ist. Das denke ich mir. Nein, nein, das werden wir nie erleben. Und ich glaube, das ist eines der guten Dinge, die wir erleben. Wow. Wir belassen es beim Alien. Es ist finde ich auch einen sehr schönen Abschluss. Das war die, die gruseligen Seiten der Schwangerschaft. Bitte. Ich habe natürlich eine Kleinigkeit für euch. Und ich bitte euch, das ist bitte einmal aufsetzen. Das Abschiedsfoto. Ach, ich bin. Ich habe mir extra die Schicht. Der Frucht, die Kräuter. Ich kann euch, ja. Funky. Das ist so, ich war dabei. Ich ja. Dann machen wir dann ein Foto. Und uns freuen. Aber du hast gar nicht eine hübsche Haube auf. Wo ist deine? Nur ihr. Oh, ihr seid so schick. Sind sie nicht oh, schick? Das ist cool. Oh, sehr nett. Das erste Gespräch. Hey. Oh. Hübsch. Ah, sehr schön, danke mich bei euch. So was wollte ich immer schon. Ja. Das ist so schick.